Ich denke Argus, der ist neu und der hat noch nicht so viel Traffic. Ja, mal sehen, ich werde mir mal angucken. Ich steuere gerade das erste. Ich spiele gerade das erste Mal dieses Spiel. Ich habe es noch nie gestartet vorher, noch nie. Ich wusste nicht mal, ob Game Capture das aufnehmen kann. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Musik ist schon mal nicht so bad, oder? Ich sollte vielleicht auch mal in die wechseln, oder? Moment mal. Profit. Profit. Wie nehme ich das nochmal? Dragon Profit und dann der Anfang. So, der Anfang. So, Kubi against Night Kubi against Dragon's Prophet, der Anfang. Mal gespannt, bin ich mal gespannt, ganz gespannt. Skilled, herzlich willkommen. Genau, und jetzt Feuer. Und endlich, und ein Game mal wieder mit Maus und Tastatur. Jetzt 30 Minuten. Bin ich mal gespannt. Damit Total Biscuit mir das gar nicht so schlecht ist. Genau, ich habe auch bei Total Biscuit gesehen, bei WTF ist Dragon's Prophet. So, nicht die Kriegsstelle machen wir dann einfach irgendwas. Wir warten. Water. Was nach kurzer Zeit öde wird. Ach so, okay. Ich bin mal gespannt, wie sekundäres Passwort eingeben. Das sollte aber man gar nicht sehen, tut mir leid. Sekundäre Passwort. Mhm. Sekundäres Passwort. Komisch. So, dann geht's weiter jetzt. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also ich schaue mir das auch ganz gerne mal an. WTF ist Waffenmeister, Windläufer. Auch so eine gute Schütze, die wenn man auch gefangen wird. Ja, zwar unheimliche Geschwindigkeit in dem scharfen Sinne erlauben, bis ihnen vor dem Gegner zuzuschlagen. Das war mit tödlicher Präzision die Erwartung der Position, wenn ich euch jetzt im CS Nagos habe, sie mittlerweile sind alles Nagos Fernwaffen, ein darunter Klingenwaffenbögen. Okay, was gibt's noch? Orakel. Spirituelle Anhänger der Drachendisziplin. Mhm. Windrunner, genau. Ja, das also sollte man ist. Ja. Sollte man kennen eigentlich, Total Biscuit. Gib einfach mal bei YouTube einfach WTF is ein. WTF is. Der hat da 1 Million Videos. Ich glaube, ich nehme den Windläufer. Männlich. Junge. Anpassen. Okay. So, Name. Kupi! Achso, das sind hier die Standard. Das sind die Ausrüstung, aber. Klamottis. Aber gefällt mir eigentlich am meisten der zweite hier. Alright. So, was kann man hier machen? Was sind denn hier? Ergänzungsfarbe, Basisfarbe. Das ist die Hautfarbe, okay? Ein bisschen bleich, ne? So ein bisschen brauner hier. Hey, das wollte ich nicht. Schwarz! Ach so, Ergänzungsfarbe 1. Auch schwarz! 2. Rot. Dunkles Rot. Sehr dunkles Rot, okay! Was gibt's noch? Kopfgröße. Okay, da kann man ganz schön viel Unfug treiben, glaube ich. Ganz klein. Rumpfmaße. Okay. Mal klein. Klein und fett. Großkopf. Schulterbreite. Obere Brustdichte. Oberarmlänge. Muskeln.
Er hat gar keine Muskeln. Also keine Unterarmmuskeln auf jeden Fall. Handflächen, man kann hier alles anpassen. Talienumfang. Da kommt das Bäuchchen raus vorne. Ja, man kann auch einen weiblichen Charakter machen, White Cook. Gesäßgröße. What the fuck? Da kommt der Arsch raus. Gesäßwinkel. Shake that ass. Genau. Gesäßposition. Okay, warte mal. Richtigen Fettarsch. Oberschenkel. Man kann hier unglaubliche Ungeheuer erstellen, glaube ich. Okay, wir machen aber mal relativ normal, ne? Dass man den zumindest mal ein bisschen anschauen kann. Sind noch Waden? Okay, er hat auch ganz viele Waden. Oh ne, das ist aber sehr dünn, ne? Sehr dick. In Saints Row ist es schlimmer. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich denke auch, das sieht doch noch viel lustiger aus. Die Fußgröße. Und das ist nur die Gesamtansicht. Kopf. Stirnwinkel. Gott. Wangenknochen. Boah, das sieht ja aus, als hätte der... Oh Gott. Ein richtiges Fettgesicht, alter Schwede. Faltengröße. Verdammt, das ist ein Viecher, was sie hoffentlich noch nachpatchen, Shakotan, ja. Okay, so, also ist zu meiner absoluten Zufriedenheit. Augenbrauendicke. Guck, traurig ist er. Er ist ein trauriger Dicker. Augenbrauenabstand. Ein ganz trauriger. So. Okay, das ist in Ordnung. So. Augengröße. Ja! Oh mein Gott! Ja, Leonas, du hast dich aber gehen lassen. Okay, er muss genau, er guckt immer sehr scharf, er, der alte Bogenschütze. Oh Gott. Oh Mensch, ey. Das ist auch wie eine Parodie. Augenhöhe. Oh shit, Augenlidhöhe. Okay. Nase. Er sieht aus wie eine Parodie von Dieter Bohlen, finde ich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nase ganz lang. Wie ich. Kleines Schweinchen kommt auch noch. Der Zuhälter? Die Kunde wieder aussieht, ja. Bullen Legolas, ja. Oh Gott, kann man hier eine Schweinenase machen? Oh mein Gott, was ist das für ein Ungeheuer? Oh mein Gott, was hat der für ein Zinken? Oh.
okay, das ist extrem, extrem krass. Was ist denn mit seinen Augen hier oben passiert? Holy Mother of God! Oh mein Gott, mit seiner Stirn ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Okay, so ist in Ordnung. Jetzt kommt der Mund. Und Winkel. Ja, das ist ein fröhlicher. Oder traurig. Traurig, das ist ein trauriger. Oberlippenfülle. Oh, das ist ein Schweinchen, ist das. Nya, 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 nya. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Permanentes Maul auf. Bisschen sägeordnet auch. Oh mein Gott. Zabishi, herzlich willkommen. Ja, finde ich auch. Alright. Wir sind sehr zufrieden, muss ich sagen. Wo sind denn die Haare? War das bei Gesamtansicht? Oder... Ah, hier, Haarfarbe. Alles klar. Farbe der Iris. Muss natürlich, ist ganz wichtig. Schwarz. Okay. Er ist ein Drachenzähmer. Lippen. Oh mein Gott, ist das ein Ungeheuer. Was habe ich nur geschaffen? Okay, das ist hart. Das ist richtig hart. Ja. Ach so, nee. Ja, hallo. Ja, hier wird man normalerweise begrüßt, ja. Okay. Ein wunderschöner Typ hier. Muss man ihm lassen. Also... Der Stern, da sind die Haare. Grundeinstellung. Ah, danke, danke. Frisur. Oh mein Gott. Er hat echt gelitten. Oh mein Gott. Okay, er ist ein cooler. Passt null zum Körper. Der Bart, ja. Afro? Ja, ich finde das ein bisschen zu doll, ey. Das ist ein bisschen zu doll, ne? Dann ist er ja hässlich, wenn er ein Afro hat. Okay, fertigstellen. Wir sind fertig. Wunderschöner Kerl. Okay. So. Spiel beitreten. Unser wunderschöner Bogenschütze. Nur mit dem Afro ist er hässlich, genau. Tür starten? Nein, freu nicht. Schlimmste Höhlentreu, ja. Oh, Einsteigerdorf. Hunak, Helmoth oder Sibernia. Siberna. Ich glaube, ich fange in Siberna an. Mit deinem Aussehen, genau. What the fuck, ey. Was habe ich nur für ein Monster geschaffen hier? Schlimmes
Schlömpel ist so süß. The foundations of your great kingdom will quiver and shake. Genau, die Fiener. Warriors hearts will be filled with fear and despair. The peace you have come to enjoy will be defiled by blight and bloodshed. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, ich kann das bei den Gangmatch schon nicht unterstellen. Pizin shall be consumed until the world is covered in darkness. Oh, jetzt der König da. I am the harbinger of death. I am Kronos. Okay, Kronos. Hey you. Wake up. Hey. Even though you are injured, we need all the help we can get. Grab a weapon and let's go. Yo, Sabishi, ich wünsche dir auch noch viel Spaß. Was auch immer du treiben magst, treib's nicht zu wild und hoffentlich sieht man sich mal wieder. Okay, so, ich werde mal jetzt kurz ein bisschen leiser machen. Irgendwas gebracht? Irgendwie nicht, oder? Moment mal. Fotoqualität. Hoch. Tiefe hasse ich. Pflanzendichte brauche ich nicht. Schädelqualität sehr gut. Lichtqualität, oh, Lichtdistanz normal, normal. Effektqualität, oh, Auswahlqualität. Weiß ich auch nicht, was Auswahlqualität ist. Schattendetails. 5. Entferner normal. Der Schädeleffekt sehr gut. Der Himmelsqualität. Okay, man kann hier eine Menge einstellen. Ja, aber der neue Twitch-Kanal ist auch, ne? Ja, gehen wir mal weg zu trainieren. Joa, endlich mal. Ich wollte halt nicht gucken, nur rein. Kronos! Hat das überhaupt was? Ja, es wird doch leiser, glaube ich. Ich glaube, ich kann es gar nicht leiser machen, kann das sein? Macht hier gar keinen Unterschied, was ich hier einstelle. Oder? Nö, ne? Ja, die ist raus. Neko, die ist raus. Ich mach's mal über Windows leiser, Moment. Real da, Dragon's Prophet. Muss ich halt hier das nutzen. So, ich hoffe, dass 30, 25. So soll das einigermaßen noch annehmbar sein. Ja, Nico, wir schnacken da nochmal in Ruhe drüber. Das geht mein Name mit einem Bass echt gut, genau. Kronos. So, jetzt müsste leiser sein, ne? Achso, das sind Options, die erst wirken, wenn man spielen neu. Aha. So. Auf ins Abenteuer mit unserem Helden. Koopy the Beauty. Let's get it on. Zwei mit einer Leer für einen zweiten höheren Sprung. Alles platt machen hier. Raubplünderer besiegen. Ah, super Schuss. Super Schuss.
Oh, ich habe Level 2 ja schon erreicht. Kopfschuss? Ah, okay, die wechseln noch. Die Spezialangriffe. Kopfschuss. Bam. Schuss, Schuss, Schuss. Bombe, ist das jetzt? Okay. Ich mal klarkommen ein bisschen. Ja. Feinde höre ich die einfach nicht. Aber es kann sein, dass man die einfach nicht hört. Also eigentlich glaube ich ja. Er legt 3 Käferführer. Also ziemlich leise. Ich mache gleich noch ein bisschen leiser. Ein bisschen lauter meine ich. Feuer, 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 Feuer! So, ich mache noch ein bisschen lauter. Also man hört die wahrscheinlich einfach nicht. So, Lautstärke-Mixer. So, Ehren-3D-Kurs extra. So, ich habe mal auf 40 gemacht jetzt. Also sind sehr leise. Oder habe ich die einfach leise gemacht aus Versehen? Oder hat das jetzt endlich mal gegriffen hier irgendwie? Soundeffekte mal 100. Anwenden. Nö, also so ist nicht laut. Nächstes Level erreicht. Dann 3 automatische Attributpunkte. Ja, automatische Attribute. Auf C, okay. Hier könnt ihr die Charakterattribute zuweisen. Ausgezeichnete Stärke. Physische Schaden, physische Abwehr, Konzentration, Maximum. Wildheit. Chance auf kritische Treffer sowie Schaden bei kritischen Treffern. Wildheit. Ich werde in Wildheit investieren. Ich werde ganz wild. Ich werde bekannt sein als Kupi der Wilde. Ich vernichte euch alle, ihr hässlichen Käfer. Oh, ich bin schon wieder aufgestiegen. Nee, doch nicht. Das ist, ich dachte... Oh, der Käfer. Was bist du denn? Wo ist denn der Käferanführer, der letzte? Einen habe ich bisher besiegt. Raubplünderer? Wo sind die anderen Käferanführer? Warum aber die Käferführer? Geht das auch mal weg? Okay, so. 1923, ja. Irgendwie wird das ein bisschen klobig, muss ich sagen. Irgendwie komisch. Vernichten! Oh! Er nennt aktive Skills. Mächtiger Schuss. Oh! Mit K. Drachenzähm. Schnelles Bombardement. Wo habe ich das gelernt? Ihr habt mächtige Combo-Skills gemeistert. Öffnet die Muskelfähigkeit auf Combo-Skill-Seite. Okay. Combo. Ah, das ist ja cool. Das kriegt man hier alles angezeigt. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also ein Schuss, zerfessender Schuss, Combo. 2 Schüsse, erstechender Pfeil. 3, Powerschuss. Rechts, links, Bombardement. Rechts, links, links, rechts, schnelles Bombardement. Kopfschuss-Kombo, nur rechte Taste. Mächtiger Schuss, entfesseln. Drachenüberfall-Kombo. Mit Q? Drachenflügel sammelt Drachenmacht an den Füßen und was? Mit Q irgendwas. Ah, ich kann treten. Oh yeah. Okay, wo ist denn der letzte Drachenführer? Ah, da ist er. Okay, also links, links, rechts. Sniper. Oh yeah. Oh yeah, da ist er down. Oh, Endgegner! Er schlagt Laus verdammtes Drache! What the fuck, kann ich ihn reiten? Vertragsfreies Drachenziel, okay. Zeit, 3, Rechtstaste. 1, rechts. 1, 2, schnell. 1, 2, 3.
Und Kopfschuss kriegst du auch noch. 2, 3. 1, 2, 3. Ja, okay. Mit den Kombos ist nicht, keine schlechte Idee, muss ich sagen. Oh, da oben. Ist noch nicht so richtig implementiert. Die Plünderer und die Verwandten sind wegen euch hier. Sie kamen, um den Usierer zu töten. Ja, wir haben sie vorerst verjagt, aber sie werden zurückkommen. Da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. Ihr müsst die Ursache herausfinden. Okay. Links, rechts machen. 10 bis. Neues Achievement. Gefallener Morgenstern. Bin ich immer aufgestiegen wieder? Nein. Oder doch, doch. Ich habe 9 Punkte. Wildheit. Ich werde der Wilde. Was macht der Drachenmacht? Magische Durchschlagfähigkeit. Ja. 31 Drachenmacht habe ich schon. I'm the Mighty Dragon. Habe ich schon wieder Combo irgendwas? Drachenenergie-Skills, Combo-Skills. Rechts, links, 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 rechts. Rücksichtsloses Bombardement. Das sind 5 Fallen. Wo sind... Okay. 1, 2, 3, 4... Ah, das ist das Rücksichtslose, okay. Oh, das. Punchline. Punchline ballert hier auch rum. Oh. Belohnung. Patrouillenbogen. Ich nehme zufällig maximal 2 Attribute. Mhm. Übungslangbogen, okay. Auf jeden Fall ist er besser. Ihr habt eine mächtige Waffe. Wir haben mächtige Combo-Skills und wir haben jetzt eine mächtige Waffe gekriegt. Ich habe ihn angelegt. Den Rest will ich nicht haben. Tschüss. Den Heiltrank packe ich mal auf V. Alright. So, du hast eine Quest. Du hast eine Quest. Erledigt bedrohliche Nashornkäfer. Dafür kriege ich die guten Fregattenstiefel. Ja, ich habe die mächtige Waffe angelegt. Oh, hier sind überall Quests. Jo, alles klar, Nico. Ja, gebratener Dickdarm und scharfe Storchenkralle. Tony Beinschützer. Ja, komm her, ich nehme einfach mal alles an hier. Ja. Ortswechsel, Speicherpunkt, Registrierung abschließen. Ja, okay. Wahrscheinlich ist das hier vorne. Hier ist Handwerker. Aha. Ah, da. Zazgar Riddleton. Impfstoffpaket. Mhm. Was bist du denn für einer? Kann ich auf ihm reiten? Dass hier kein Drache ist, achso. Der hält aber eine Menge aus. Muss man ihm lassen. Scharfe Storchenkralle. Ja, die muss ich sogar sammeln, okay. Alright. Snapperschuss. Haben wir angegriffen. Haben ihn besiegt. Beute. Alles nehmen. Okay. Was sind das denn hier? Triple Minenratte. Oh, die sind noch härter als die Storchen, verdammt. Was droppen die? Bratner Dickdarm, genau, den brauche ich auch noch. Ein Krausenmurmeltier. Oh, ich hab's getötet. Aua. Verdammte Minenratte. Gib mir das her. Richtige Reichweite hat er aber auch nicht, ne? Die kommt gar nicht her, die Minenratte. Doch jetzt. Also, Beute. Gib mir alles. So, ich habe jetzt alle 3 Dickdärme. Da kommt jetzt noch so ein komischer Storch dran. Er tanzt. Er wird wild.
Und da geht er down. Kleiner unscheinbarer Stein. Was ist das? Unbedeutender Stein, man muss man für wenig Geld daneben verkaufen. Ach so. So. Was ist denn das hier? Das war ein Käfer. Ah, da muss ich 4 Stück von töten. Number one. Hey. Oh yeah. Das kostet Drachenenergie, okay? Ihr habt Level 6 erreicht. Warte mal, erhöht physischen Schaden, physische Abwehr. Ich mach mal ein bisschen 3 in Stärke. So, jetzt muss ich mal kurz gucken bei K, da gab es nämlich irgendwas mit Combo-Skills und irgendwas mit Plus. Physische Angriff, plus 0, plus 0, plus 0. Oh, ich dachte, das wird erhöht dadurch. Schmieriges Fett. Oh, was war das denn? Ah, man kann hier auch. Ah, man kann auch so rennen, okay. Oh. Stirb, du Käfer! Okay, also besiegt. Schmieriges Fett. Okay, was muss ich noch machen? Was ist ein Impfstoffpaket? Wo ist denn das Impfstoffpaket? Da muss das irgendwo sein. Okay. Impfstoffpaket. So. Nein, der Fahrzeugwagen mit Rudergenerator. Beschädigt hat da. Achso, okay, ein Wagen. Ah, da vorne ist der Wagen. Lass mich in Ruhe, du Hyäne. Ich loote das Impfstoffpaket. Danke. Oh, Level 7 Hyänen. Oh, bam, bam. Oben links das Bild. Seht ihr das Bild? Ich liebe den Kerl hier. Da sind ein paar mehr Impfstoffpakete hier. Ist alles her. Oh, Gilgamesh hat mir geflüstert. Schau mal in dein Postfach in Game. Gleich mal schauen. Ich weiß nicht, wie man das kann, ehrlich gesagt. X-Ruli, herzlich willkommen. Die fressen mich! Hyänen hier. Mach ich alle fertig. Dich da hinten auch. Muss ich ja gar nicht verstecken. Du kriegst jetzt einen Kopfschuss. Aua! Umgeworfen. Bam. See. Okay. So. Was habt ihr zu looten hier? Zement Gunblade. Einfach Heiltrankmittel. Hast du? Warum Heiltrank? Okay. Ich glaube, ich habe alle. Jo, ich habe alle. Alles dabei, alles erledigt. Ne, was zu denn? Beschafft Eriks Kassenbuch. Mache ich gleich im Anschluss. Erstmal ein paar Sachen erledigt hier. Ich renne mit Geschwindigkeit. Jo, bitte. Semmer, die habe ich. Gib mir die Hose her. Was ist das für eine Hose? Sonder plus 18 für Verteidigung 17. Auf jeden Fall besser. Glaube ich. Ja. So, die alle holen weg. Jo. Was ist das denn? Cement Gunblade. Nein, mein Bogen ist da besser. Sortieren. So. Noch eine Quest. Erledigt. Stiefel! Auf jeden Fall, ja, besser. Alles ist besser, was man hier kriegt.
So, wo kann ich in mein Postfach gucken? Was ist hier? Handwerken? Da unten ist Postfach. Briefkasten. Gilgamesch. Was ist das? Ein Zuschauer und Fan. Ein wenig Gold als Starthilfe, als Anfang. Oh, das ist aber lieb. Danke, danke, danke. Wie kann ich das nehmen? Mensch. Danke. Ist das viel? Ich weiß es gar nicht. Wo ist mein Gold? Wo ist mein Gold überhaupt hier? Was ist denn? Marktplatz-Rucksack? Aha. Splitter-Rucksack, aha. Wo sehe ich mein Gold überhaupt? Ach, da unten links. Ah, okay. Danke. Gegenassistent, okay, okay. Find die Foundry, eine Quest erstellen zu können. Oh, da wird hier wieder, werden harte Fakten ausgepackt hier, oder? Eriks Kassenbuch. Wo ist denn Eriks Kassen? Ah, da vorne. Kann ich mir keinen Punkt setzen oder so? Bisschen schneller laufen hier. Ihr seid nicht Argo, ne? Ne, ihr seid lieb. Aber warte mal, ich will euch mal kurz ein bisschen töten, damit ich hier. Damit ich Erfahrung kriege. Ja, werd nicht wild da vorne, du kriegst einen Superschuss rein. Hier, bam. So, Level up. Genau, schmieriges Fett, alle einfache Heiltrank ausgezeichnet. So, ich werde das absolute Crit-Monster. Nice. Soll ich noch was? Oh, durchsuchen. Hä? Was hat er jetzt denn gemacht? Grober Lederfetzen erhalten. Ach so, also quasi so. Ja. Das ist ein Käferführer. Käferführer Level 8. Besiege ihn! Hör auf damit! Oder geht er down? Kleines Bündel Kräuter. Danke dafür. Ah, hier ist das Kassenbuch. Ich loote es! Danke! Oh! Schuppenflohkäfer! Ich mach ihn tot. Okay, nice. So. Ich gehe mal kurz zurück. Oder das wurde angerammt. Ich kann auch eigene Quests und alles erstellen, okay. Also jetzt bei Neverwinter, oder was? Hier bitte, Eric. Nimm das Kassenbuch. Fehlende Seiten des Kassenbuchs. Also jetzt fehlen auch noch Seiten oder was? Und du schickst mich hier los, um die zu holen? Spinn's wohl. Moin. Schuppenflohkäfer. Oh, Patrouillenbrustplatte. Oh, cool. Ich muss nur einen töten, nur. Mhm. Ja. Ah, okay, man kann auch nicht unendlich laufen. Oder wo? Da vorne sind die dicken Schuppenflohkäfer. Okay, ja, entdeckt den gerade. Ich mach den da mal. Ich vernichte ihn einfach. Bam. Ah, okay, habe ich geschafft. Right. So, wo ist denn die fehlende Seite von dem Kassenbuch? Was ist das denn? Finster Blick Nashornkäfer?
Bedrohlicher Nashornkäfer? Hä? Schuppenflohkäfer? Wo ist denn der Finsterblick da vorne? Ist das der? Yo, the World Boss! Glaube ich. Ich will nicht angreifen. Das ist der Käferführer auch noch wieder da, oder was? Bam, bam, bam. Ich sollte vielleicht mal meine... Habe ich das nicht eben da? Genau, einen Heiltrank sollte ich vielleicht mal nehmen. Also ein Beute. Oh, was ist das denn? Drachenausrüstung. Ich weiß nicht, was das ist. Da steht kein richtiger Name. Ich nehme das einfach mit. Drachenausrüstung ist, glaube ich, nicht bad. Für meine Drachen. Das ist Elite. Elite-Mob. Woher ist Agro gegangen? Geht Enrage. Besieg ihn! Haben wir besiegt! Ah, fehlende Seite eines Kassenbuchs. Ah, okay, der hat das also gehabt. Alright, ich kann back gehen. Holen wir uns das mal. Bitte. Stimmt. Level 8. Bin ich noch nicht. Hier ist noch eine Quest. Bowen Dryler. Bowen, tötet den Drachenmanipulator. Tötet den Verderbnis-Eisenklauen-Drachen. Aha! Kein Problem. Jetzt geht's hier langsam Richtung Drachen töten. Hört ihr überhaupt was vom Game eigentlich? Hier? So. Nazu Dragoni. Da geht's lang. Nee, weiß ich nicht. Verfluchter Smeagol. Armer Smeagol. Ich glaube, ich muss in diese Schlucht rein. Oh, da sind noch ein paar Quests. Was ist mit euch denn los, Jungs? Oh, da vorne ist Dinosaurier. Ein Drache ist das. Ein Fleckenraptor-Drache. Den will ich reiten. Ja. Ich reite ihn ein. Komm schon. Irgendwie leckt das hier. So flüssig ist das nicht. Gescheiter Drache wollte nicht euer Partner sein. Verdammter Drache! Wir hätten zusammen Abenteuer erleben können. Ich versuch's nochmal. Willst du jetzt mein Partner sein? Oh nein, er will schon wieder kein Partner sein. Okay, ich hab dich getötet. Ich wollte das nicht. Oh, was ist das denn? Phantom One-Hand-Stuff. Na, das Kreis zu halten. Sobald das rote Balken Kreis gefüllt ist, ist ein Drachen erfolgreich. Erfolgreich was? Erfolgreich gezähmt, okay. Wir wollen ihn zähmen. Lass ihn immer noch. Was war das? Ich habe E gedrückt. Der Server schließt in 2 Minuten. Die Spieler werden gebeten, sich rechtzeitig auszuloggen, um mögliche Datenflüsse zu vermeiden. Oh, wieso schließt der Server denn? Ich reite dich. Würde ich wenigstens.
aber schon wieder nicht. Ja, ich versuche es. Gar nicht so leicht. Wie? Was ist denn jetzt passiert? Gibt es da irgendwie eine Kraft, die sich wieder auflädt? Ich muss, glaube ich, Drachenmacht ansammeln. Das ist das, der komische oben der Balken, der gelbe, der unterste. Ah, okay, ich glaube, die lädt sich alleine wieder auf. Mhm. Ja, genau, White Cook, mitten in der Nacht passiert das halt, ne? Damals gab es eine Werbung, die war richtig übertrieben. Die ging nur 3 oder 4 Sekunden oder so. Und die einzige Szene war da. Schließen 15 Sekunden. Oh Mann, wieso geht der Server denn down, wenn ich gerade mal das Game zocken will? Also, die ging 4 oder 5 Sekunden und dann gab es nur Ruf an. Und dann kam die Nummer. 090 irgendwas. Oh Mann, jetzt schließt der Server hier. Ich wollte doch Abenteuer erleben. In Dragon's Prophet hier. Ich wollte den Drachen zähmen. Ich wollte es schaffen. Ich hätte es jetzt geschafft. Ich habe das verstanden, wie es geht. Oh nein, der Kleine wurde vom Server getrennt. Ja. Ach ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich auch Feierabend für heute. Ich bin schon ganz schön lange am Stream, muss ich sagen. Ne? Jungs, ich denke, ich mache Feierabend für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und war auch ganz schön lange. Von 8 bis, wir haben es jetzt 2. 6 Stunden, ne? Ja. Ja, gute Nacht. Ich wünsche euch auch allen eine gute Nacht. Hört mein Abschiedslied. Es ist nicht mal wieder ein anderes. Und das ist das hier. Also, bis morgen, 15 Uhr, zusammen mit Mäusezähnchen. Und ich hoffe, wenn ihr das erstmal dabei wart, dass ihr meinem Channel folgt. Falls ihr wieder einschauen möchtet. Einschauen. Siehst du, 2 Uhr nach. Einschalten möchtet. Also Jungs, bis morgen, 15 Uhr, mit Mäusezähnchen, Super Nintendo, Schlümpfe. Haut ihr rein. Bis dann. Ciao.